Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf kondensatorschaden.de. Wie ihr seht, ich sitze hier auf einem Golfkart und das hat den Hintergrund, dass ich mich normalerweise neben YouTube hauptsächlich mit konventioneller Technik beschäftige. Deswegen wurde ich jetzt gefragt, ob ich diesem Gerät hier wieder auf die Sprünge helfen kann. Ich weiß, der Kanal hat letztes Jahr ziemlich gelitten. Ich hoffe, dass ich da für dieses Jahr ein bisschen mehr Zeit habe. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Problem, und zwar, dass der Motor Sprit aus dem Vergaser drückt. Und das zeige ich euch heute mal hier in dem Video, wie man da vorgeht und was der eigentliche Fehler dahinter ist. Damit wir den Motor starten können, brauchen wir natürlich einen Zündschlüssel für dieses Zündschloss. Aber den Schlüssel habe ich nicht, das Schloss ist blockiert, also nehmen wir einfach den Master Key. Der sieht so aus, der passt eigentlich bei allen Golfkarts. Dann nimmt man einfach das eine Zündkabel, also das eine Zündschlosskabel und das andere und dann können wir jetzt den Motor starten. Die Golfkarts, für die, die es nicht wissen, die starten, sobald man das Gaspedal drückt. Das heißt, ich kann einfach einsteigen und losfahren und das geht dann ungefähr so. Das hier ist der gesamte Motor. Ich habe jetzt hier einmal den Luftfilterkasten, den nehme ich schon mal als erstes ab. Weil man sieht, das war hier auch schon ziemlich verschmockt. Und hier haben wir jetzt das eigentliche Triebwerk. Also hier oben ist der Ventildeckel. Wir haben hier einen Zweizylindermotor. Hier vorne ist der Vergaser und hier ist der Dynastarter. Das ist so ein Anlasserlichtmaschine in einem. Das ist der Vergaser und es hieß halt, der Sprit kommt vorne wieder aus dem Vergaser raus. Ich habe jetzt hier mal einen trockenen Lappen und ich halte ihn jetzt mal gerade davor und gebe mal mit der anderen Hand Gas. So, man sieht jetzt hier vielleicht gerade schon so ein bisschen, ich halte mal ein bisschen näher ran. Ja, also es sind auf jeden Fall die Flecken zu erkennen und das hat hier auch alles mit dem Sprit überlaufen lassen. Sprit kommt definitiv vorne aus dem Vergaser raus. Und da suchen wir jetzt einmal genau das Problem. Jetzt, wo wir gesehen haben, dass vorne Überdruck aus dem Vergaser rauskommt, stellt sich natürlich die Frage, wo kommt der Überdruck her? Ich habe dafür hier mal so einen aufgesägten alten Zweitaktmotor nur als Veranschauungsmodell hier. Und zwar ist es ja so, wenn der Kolben nach oben fährt, produziert er Überdruck, also oberhalb, zwischen Zylinderkopf und dem Kolben. So, wenn jetzt der Motor verschlissen ist, also der Kolben eingelaufen ist, die Laufgarnitur hier platt ist und die Kolbenringe am Ende sind, dann kann dieser Überdruck natürlich hier am Kolben vorbei entweichen und dann haben wir einen Überdruck im Kurbelgehäuse. Das würde man dann an der Kurbelgehäuseentlüftung sehen. Das habe ich schon gecheckt, das ist es in diesem Fall nicht. Auch kann es sein, wenn die Zylinderkopfdichtung hier oben einen Schaden hat und zum Beispiel bei vielen Motoren, so gerade den kleineren, die noch Stößelstangen haben und dann die Dichtung zwischen dem Zylinder und der Stößelstangenkammer undicht ist, dann wird auch der gesamte Kompressionsdruck in die Stößelstangenkammer reingedrückt und dann haben wir den da auch wieder im Kurbelgehäuse. Ansonsten kann es natürlich auch sein, dass die Zylinderkopfdichtung ganz durch ist, aber dann geht meistens der Druck nach außen weg oder ins Öl rein oder ins Wasser, hat der Motor aber beides in dem Fall so nicht. Und dann bleiben noch beim Viertaktmotor die Ventile. Ich hatte hier auch mal ein Demo-Ventil und da ist es jetzt ja so, wenn der Motor jetzt oben ist und nach unten fährt, geht das Ventil auf, also so wäre jetzt auf. Der Motor atmet Luft, jetzt geht das Ventil zu und hier oben wird jetzt die Luft dazwischen verdichtet. Wenn das Ventil jetzt aber nach seinen paar Millionen Umdrehungen oder Öffnungs- und Schließzyklen, ist dieser Sitz leicht ausgeschlagen und dann müsste das Ventil etwas höher reinfahren, damit es wieder dicht wird. Das Ganze wird aber oben eingestellt über Einstellschrauben. Und das wird von der Feder ja wieder zugezogen. So, und wenn das Ventil jetzt nicht mehr ganz zumacht, also nicht mehr sozusagen nicht mehr so zugeht, sondern nur noch so offen bleibt, jetzt mal übertrieben, dann wird der ganze Kompressionsdruck einfach am Einlassventil wieder nach vorne rausgedrückt. Und das hier und das ist, glaube ich, hier der Fehler und ich zeige euch jetzt mal das Ganze hier an dem Motor. So, jetzt haben wir hier den Ventildeckel oben mit dem Öleinfülldeckel. Ich schraube jetzt hier mal gerade den Ventildeckel ab. Die Schrauben habe ich schon vorher mal gerade aufgemacht. So, jetzt kann ich hier den Ventildeckel abnehmen und zur Seite legen. So, wir haben jetzt hier die vier Ventile, also hier jeweils Einlass, Auslass, Einlass, Einlass, Auslass, also außen jeweils die Auslassventile. Hier ist die Nockenwelle und hier sind die Kipphebel, die die Bewegung von der Nockenwelle auf die Ventile übertragen. So, und jetzt muss zwischen den Ventilen
und dem Kipphebel ein gewisses Spiel vorhanden, das Ventilspiel. Und das sieht man jetzt hier, wenn ich jetzt. Moment, ich muss gerade den Motor ein bisschen weiter drehen. So. Und jetzt kann ich hier an der Nocke ein bisschen wackeln. Und dieses Spiel ist das Ventilspiel, was hier vorne zwischen dem Hebel und dem Ventil ist. Also quasi hier zwischen dem Ventil so und meinem Finger. Da ist halt noch ein minimal Luftspiel zwischen. Das muss auch sein, sonst frisst das halt nachher. Und in der Mitte ist das Ventilspiel nicht mehr vorhanden, also viel zu klein. So. Das heißt, hier wackelt gar nichts mehr. Ich muss gerade weiterdrehen. Die sitzen bombenfest. So, das heißt, hier und hier müssen wir jetzt nur das Ventilspiel einstellen. Das wird hier über diese Schraube eingestellt. Die muss man halt aufdrehen, da kann man diese Madenschraube bewegen. Und bei dem Motor ist das Ventilspiel zwischen 0,04 und 0,08. Für die Auslassventile weiß ich es gerade nicht. Und das muss man dann eben noch so hier dazwischen schieben können. Und das muss dann eben noch als Luft vorhanden sein, damit er noch genügend ist. Weil sonst geht das Ventil einfach nicht mehr ganz zu, sondern bleibt einfach immer ein bisschen offen. Unser ganzer Kompressionsdruck rauscht vorne wieder raus. Eigentlich macht man das auch im Warmmotor, also im Warmmotorzustand, weil das Metall ja noch ein bisschen aussehen. Das heißt, das müssen wir nachher nochmal überprüfen. Aber wenn schon im kalten Zustand gar kein Spiel mehr da ist, ist es schon definitiv zu wenig. So, das heißt, ich stelle das jetzt hier mal gerade ein und ihr könnt mir dabei gerade zuschauen. Jetzt das eigentliche Einstellen des Ventilspiels. Dafür muss man erstmal die Einstellschraube hier öffnen, das heißt die Kontermutter davon lösen. Ich halte das jetzt hier mit meinem Engländer gegen, weil eine 3 mm Schlüsselweite hatte ich jetzt gerade als Schlüssel nicht greifbar. So, die Kontermutter aufdrehen und dann wird eben die Madenschraube gelöst und so lange gegen den Uhrzeigersinn gedreht, bis das Ganze offen ist. Und natürlich muss dafür die Nockenwelle auch im unbelasteten Zustand stehen, deswegen habe ich es gerade nochmal zurückgedreht. Noch nicht weit offen genug, das heißt jetzt noch ein bisschen weiter zurückdrehen, bis dann merklich Spiel vorhanden ist. Da fehlt noch ein kleiner Tick. Jetzt aber. Und dann nehme ich jetzt hier die dickere Fühlerlehre, also das obere Maß, und bewege die jetzt dazwischen durch, während ich dann vorsichtig die Schraube wieder andrehe. Und man merkt dann halt ganz gut den Übergang zwischen, aha, jetzt klemmt es. So, und das ist dann der Wert, den man gerade mit der Fühlerlehre hat, beziehungsweise wenn man die Schraube dann angezogen hat, setze ich es meistens noch ein bisschen, dass man leicht unterhalb von diesem Wert ist. Aber in dem Fall von einem Zehntel auf 0,08 passt es dann ganz gut. Dann jetzt den Engländer gut festhalten oder damit gegenhalten und hier mit der zweiten Hand das Ganze wieder kontern. Und dann haben wir jetzt hier das Ventilspiel für den ersten Zylinder schon eigentlich eingestellt. So, da die Zehner, also die 1/10 Fühlerlehre gerade schon ein bisschen klemmte. Jetzt hier nochmal gerade mit dem unteren Sollmaß zwischen, aber da ist wunderbar Platz da. Und jetzt wackelt der wieder. Also halt auch nur minimal. Und ganz wichtig, jetzt kann das Ventil halt wieder richtig schließen. Das Spiel oben ist halt eigentlich eher dafür, dass da noch Öl zwischenkommt und dass er nicht so hart läuft, aber jetzt schließt das Ventil wieder und wir verlieren den Druck nicht mehr nach vorn. Für den zweiten Zylinder habe ich das auch schon vorgenommen. Das habe ich jetzt nur nicht gefilmt. Und jetzt mache ich hier noch gerade einmal die Dichtfläche wieder sauber von Öl und dann kann auch der Ventildeckel wieder drauf. So, noch gerade richtig hinlegen, Schrauben wieder rein. Und dann ist das Ventilspiel hier schon wieder eingestellt. So, Ventildeckel habe ich ja eben schon wieder draufgeschraubt. Ihr seht, der Vergaser ist jetzt noch offen, Schokzug ist nicht angeschlossen. Der allgemeine Wartungszustand ist auch nicht gut. Aber jetzt testen wir das Ganze mal aus, ob er wieder geht. Ja, wie ihr gesehen und gehört habt, der Motor läuft wieder. Jetzt spuckt er nichts mehr vorne raus. Er startet wieder. Und damit ist das eigentliche Problem gelöst. Und es war nicht der Vergaser, der schon mal ausgetauscht wurde. Also hier liegt noch der alte, sondern es war das falsch eingestellte Ventilspiel von den Einlassventilen. Deswegen muss man bei solchen Motoren ab und zu mal das Einlassventilspiel kontrollieren. Ich baue jetzt noch den Rest wieder zusammen und dann probieren wir das Ganze mal im Fahrbetrieb aus. Karte ist jetzt wieder zusammengebaut, Ladefläche ist drauf, Sitz ist drauf und jetzt können wir quasi losfahren. Zündung ein, Rückwärtsgang rein, bis gleich.